Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung hier nach Forbach in den Nordschwarzwald. Das Thüringer Forstamt Neuhaus ist dem Nordschwarzwald schon länger verbunden. Es besteht schon seit langen Jahren eine partnerschaftliche Verbindung mit dem ehemaligen Forstamt Bad Liebenzell. Ich bin mir bewusst, das ist der württembergische Teil des Nordschwarzwaldes. Heute in Forbach rundet das badische Murgtal dann den Eindruck von der Region ab. Ich möchte die Bejagung des Rotwildes in den Vordergrund meines Vortrags stellen und jagdpraktische Erfahrungen mitteilen. Anders als Herr Völk, der den wissenschaftlichen Hintergrund zusätzlich zu seinen praktischen Erfahrungen hat, hier rein die jagdpraktischen Erfahrungen, die im Forstamt Neuhaus gesammelt wurden. Hier kurz zu der Gliederung. Ich stelle Ihnen das Forstamt Neuhaus vor, sage ein paar allgemeine Worte zur Intervalljagd. Dann, wie wir Intervallansätze organisieren, gehe auf die Ergebnisse ein, möchte etwas die Ursachen mit beleuchten und noch abschließend eine Wertung vornehmen. Lassen Sie mich kurz das Forstamt Neuhaus vorstellen. Die meisten von Ihnen wissen, wo Neuhaus am Rennweg sitzt. Für die wenigen, die es nicht wissen, es ist 30 Kilometer nördlich von Coburg gelegen, auf dem Kamm des Thüringer Waldes. Der Thüringer Wald erstreckt sich in West-Ost-Ausrichtung von der Werra bei Eisenach bis an die Saale. Und Neuhaus am Rennweg ist ungefähr am Übergang zwischen Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge. Der Rennsteig ist vielen bekannt als dieser Höhenwanderweg. In Neuhaus heißt er Rennweg, ist einfach eine regionale Besonderheit. Lassen Sie mich das Forstamt kurz vorstellen. Ich möchte das auch deshalb machen, weil nach meinem Dafürhalten viele Missverständnisse beim Umgang mit Rotwild auch daher rühren, dass Erfahrungen aus bestimmten Lebensräumen verallgemeinert werden. Da werden Erfahrungen vielleicht von Truppenübungsplätzen oder von stark bewaldeten Gebieten übertragen auf die Allgemeinheit. Das kann ich nicht, ich kann nur das schildern, was ich in Neuhaus erlebt habe. Also wir haben eine Jagdfläche im Forstamt Neuhaus, die im Staatswald bewirtschaftet wird von 18.300 Hektar. Wir haben ganz spezielle Voraussetzungen, jetzt auch nochmal unter Beachtung des Vortrags von Herrn Völk. Wir haben 92% Fichte, es sind Reviere dabei, wo 98% Fichte da sind. Das ist eine alte Glasregion, Porzellanherstellung, Reparationshiebe, all das hat die Fichte sehr stark gefördert. Die Region hat ein sehr hohes Bewaldungsprozent von fast 90. Wir sind zu 100% Rotwild-Einstandsgebiet. Die Höhenlage differiert zwischen 410 und 880 Metern, wobei die Plateaulagen überwiegen und dann einzelne stark eingeschnittene Kerbtäler dazwischen sind. Beim Niederschlag sind wir etwas niedriger als hier der Schwarzwald. Wir sind bei rund 1100 mm Jahresniederschlag und knapp 5 Grad Jahresmitteltemperatur. Neuhaus am Rennweg hat einen Wetterrekord, 10 durchgängige Nebeltage. Nicht in einem November, sondern in einem Mai. Das nur als Eindruck von der Witterung, die dort oben ist. Aber dieses hohe Bewaldungsprozent, die Niederschläge, vielleicht sind da doch Parallelen zum hiesigen Lebensraum. Wie sind die Rahmenbedingungen für die Jagd in Thüringen allgemein? In Thüringen fängt die Jagd gegenüber dem Bundesjagdgesetz auf Rotwild etwas später an,
also erst vom gesetzlichen Rahmen ab dem 16. Juni und geht bis maximal zum 15. Januar. Die mehrjährigen Hirsche, Alttiere und Kälber gehen dann zum August rauf. Und wie gesagt, am 15. Januar ist Hahn in Ruhe auf Rotwild, auch auf Rehwild in Thüringen. Die thüringischen Landesforsten, wir sind organisiert als Anstalt öffentlichen Rechts seit 5 Jahren, haben sich nochmal eigene Regelungen zur Jagdausübung auferlegt. Es gibt eine sogenannte Dienstordnung Jagd, die gilt seit 2013, regelt sehr viel und unter anderem auch die weitere Einschränkung der Jagdzeiten. Wir haben abweichend von den Jagdzeiten in Thüringen die Jagdzeit nochmal eingeschränkt, und zwar für die Rotwild-Einstandsgebiete, für alle Rotwild-Einstandsgebiete in Thüringen auf eine Erlegungszeit im Mai. Dann ist 2 Monate komplette Jagdruhe auf alle Wildarten. Und dann jagen wir bis Ende des Jahres. Wie gesagt, das gilt in den Rotwild-Einstandsgebieten in Thüringen komplett. Und um das Thema Intervalljagd auf die Spitze zu treiben, haben wir 2010 begonnen mit einem Intervalljagdprojekt im Forstamt Neuhaus. Wir hatten in der Ausgangslage extrem hohe Schildschäden. Auf die Problematik der einseitigen Baumartenverteilung ist Herr Völk schon eingegangen, aber das in Kombination mit sehr hohen Rotwildbeständen und mit falschem Jagdmanagement führt zu sehr hohen Schildschäden. Nachdem 2010 konstatiert wurde, wir müssen da was ändern, gab es den Ansatz, ein Gebiet von zunächst 1000 Hektar aus der normalen jagdlichen Bewirtschaftung herauszulösen und ein strenges Intervalljagdprojekt einzuführen, und zwar dergestalt, dass wir ein Ansitzintervall im August machen. Ansitzintervall heißt, es finden dann 4 aufeinanderfolgende Ansitze statt mit Jagdgruppen. In der Faiszeit, also einer bewussten Aktivitätszeit des Rotwildes. Wir nutzen die Brunft, um dann im September, Anfang Oktober mit einem zweiten Ansitzintervall anzusetzen. Da wird auch komplett auf alle Wildklassen und Wildarten gejagt, also nicht speziell auf Hirsche, sondern in diesen Ansitzintervallen wird dann die komplette Palette bejagt. Und dann runden wir das Ganze ab mit einer Bewegungsjagd im Oktober, November. Viel später sollte man bei uns nicht damit ansetzen. Wir haben die letzten 4 Jahre Glück gehabt im Winter. Da hätte man auch im Dezember noch eine Bewegungsjagd machen können. Aber im Normalfall wird es Ende November schon knapp, aufgrund der Schneelage dann noch eine Bewegungsjagd durchführen zu können. Diese 1000 Hektar, bei denen wir angesetzt haben, wurden aus der jagdlichen Regie der zuständigen Revierleiter herausgelöst und einem Berufsjäger unterstellt, um bewusst diesen Wechsel im jagdlichen Management zu vollziehen. Die Ziele dieses Intervalljagdprojektes waren zum einen, die Schalenwildbestände nach den gesetzlichen Vorgaben einzuregulieren. Wir haben in den Rotwild-Einstandsgebieten
streben wir an, eine durchschnittliche Rotwilddichte von 2 bis 3 Stück Rotwild pro 100 Hektar. Wir wollten unsere waldbaulichen Zielsetzungen verwirklichen, das heißt Schildschäden runter. Wir müssen von dieser einseitigen Baumartenverteilung wegkommen können. Dann war ein bewusstes Ziel eben die Störung des Wildes durch Jagd bzw. Jagddruck zu reduzieren, indem wir die Jagd zeitlich konzentrieren, wie wir das machen, habe ich vorhin schon angerissen. Und auch das war eine Prämisse, wir wollen das Ganze mit zahlenden Gästen machen. Dieser Schritt bewusst, weil wir auch in der Brunft diese Ansatzintervalle haben, wenn nur dort Bedienstete in der Brunft gejagt hätte das sicherlich ein schiefes Bild gegeben, weil der Eindruck entstanden wäre, die wollen die Hirsche für sich haben, aber wir wollen ja alle Wildklassen bejagen können und die Möglichkeiten räumen wir auch den Jagdgästen ein. Also, wir haben die mit diesem Projekt unter den Voraussetzungen an dem Scheideweg von zu hohen Wildschäden und Wildbeständen nicht den Weg beschritten, den Jagddruck zu erhöhen, sondern ihn zurückzunehmen. Wie laufen solche Ansitzwochenenden ab, wie eine Bewegungsjagd abläuft, das wissen Sie alle. Aber diese Intervallansätze laufen folgendermaßen ab. Wir haben zwischen Jagdgruppen zwischen 15 und 30 Jagdgästen, dazu kommt noch Forstamtspersonal. Das sind dann 4 aufeinanderfolgende Ansitze, meist von Donnerstagabend bis Sonnabendmorgen. Die Jäger werden zunächst zentral eingewiesen. Wir kontrollieren da unter anderem die Schießnachweise, die Jagdscheine, geben die Orientierung, wie das Ganze organisatorisch abläuft. Die Jagdgäste werden während aller 4 Intervalle durch Ansteller, ob das Bedienstete sind, dann haben wir noch sogenannte Waldläufer, das sind Dauerjäger bei uns oder helfende Hundeführer, die uns unterstützen. Aber die Jagdgäste sind nie alleine im Revier, sondern das ist ein zeitlich genau abgestecktes Regime mit koordiniertem Abrücken und Einsammeln der Jäger unter Strecke. Und wir führen, wenn möglich, ein zentrales Aufbrechen durch, wenn die Jäger erfolgreich waren. Wenn wir so konzentrierte Ansätze haben, müssen auch von der Freigabe her die Voraussetzungen da sein, damit ein größtmöglicher Erfolg da ist. Deshalb geben wir den Jagdgästen eine sehr umfassende Freigabe. Und zwar geben wir frei das komplette Kahlwild, Rehwild und Schwarzwild ohnehin und für die Jagdgemeinschaft, also die Jagdgruppe, noch ein Kontingent an Hirschen. Das ist bei der Jugendklasse etwas höher, aber es ist dann auch für einen Pauschalbetrag, der vorher schon entrichtet ist, mindestens 2 Hirsche der mittleren oder oberen Altersklasse mit dabei. Und diese begrenzte Anzahl der Hirsche kann noch erhöht werden, wenn die Jäger in Vorleistung getreten sind. Wir möchten keine Jäger haben, die nur auf Hirsche hoffen und gehen, sondern mit dieser eingeschränkten Anzahl von Jagdterminen muss jede Chance genutzt werden und deswegen haben wir da nochmal einen Anreiz gesetzt. Das heißt, wer zuvor erfolgreich auf Rehwild bzw. Kahlwild gejagt hat, der bekommt auch noch über dieses begrenzte Kontingent hinaus eine Freigabe auf Hirsche. Hier ein kleiner Eindruck zur räumlichen Verteilung der Intervalljagdgebiete. Es ist nicht bei den 1000 Hektar von 2010 geblieben, sondern wir haben die Fläche mittlerweile auf 5000 Hektar sukzessive angehoben.
Das ist in den Jahren 2010 bis 2014 vor allem erfolgt. Und wir wenden aber die Methode auch in abgewandelter Form noch auf andere Gebiete aus, indem wir eben verstärkt mit Ansitzgruppen jagen, zumindest wenn die Jagd im August wieder aufgeht, dass wir dann mit 4 durchgängigen Ansätzen versuchen, sofort nach der Jagdruhe, die dann für mindestens 2 Monate da war, den Jagderfolg zu suchen. Mit steigender Fläche ist auch die Anzahl der Jagdgäste kontinuierlich angestiegen. Wir haben mittlerweile sowas um die 250, 260 Jagdgäste, die wir auf die Fläche bringen. Das ist vielfach Stammpersonal, die sich bewährt haben, die diese Art und Weise zu jagen mittragen und auch erfolgreich jagen. Natürlich, wenn sich herausstellt, dass jemand allein auf die Hirsche orientiert ist, wird er dann im nächsten Jahr nicht mehr berücksichtigt werden können. Die Zusammensetzung der Jäger ist eigentlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Das sind sowohl heimische Jäger, das sind Jäger aus Baden-Württemberg, genauso wie aus Schleswig-Holstein. Und es ist auch, weil es über Pauschalbeträge geht, egal ob es ein Fliesenleger oder ein Chefarzt ist. Es sind relativ kostengünstige Beiträge. Und wer die Chance hat, dann auch mal einen starken Hirsch zu erlegen, der hat sie halt ohne Ansehen der Person, sondern allein das jagdhandwerkliche Können soll dabei im Vordergrund stehen. Es war relativ schwierig, Uli Schrammel hatte danach gefragt, ob man gegenüberstellen konnte, wie hat sich jeweils zum vorherigen Stand die Strecke entwickelt. Das ist in der Abgrenzung für uns ein Erfassungsproblem gewesen, weil wir diese Intervalljagdgebiete nicht nach festen Revierstrukturen abgegrenzt haben, sondern so, wie es sich von den räumlichen Strukturen her als sinnvoll erachtete. Und da ist es immer schwer, dann aus den Vorjahren die Datengrundlage zu haben. Aber ich denke, wesentlich ist, es ist immer ein Anstieg zu der vorherigen Jagdstrecke da gewesen. Und wir liegen in diesen Intervalljagdgebieten, natürlich dort mit stärkeren Schwankungen, deutlich über dem Rest, über der Restfläche des Forstamtes. Und das jeweils mit nur 3 Jagdterminen. Also nicht nur mit weniger Jagddruck den Status quo gehalten, sondern beim Rotwild mehr erlegt. Hier vielleicht mal die Verteilung auf Ansitz- und Drückjagd. Wie gesagt, wir haben 2 Ansitzintervalle, einmal Feist, einmal Brunft und dann zum Schluss die Bewegungsjagd. Wir erlegen zwischen 25% und 30% dann noch in der Bewegungsjagd, die wir zum Schluss machen. Das liegt in etwa im Schnitt des Forstamtes, aber wir haben ja vorher schon sehr stark durch die Ansitzintervalle in den Bestand eingegriffen. Was ich im August oder September schon erlegt habe, ist dann zwangsläufig zu der Bewegungsjagd nicht mehr da. Und der Anstieg der Strecke in den Intervalljagdgebieten rührt vor allem durch die erfolgreichen Ansitzintervalle, weniger durch die Drückjagd. Worin sehen wir oder sehe ich die Ursachen für die bisherigen Ergebnisse? Kurz möchte ich nur eingehen auf diese Pauschalangebote. Auf die Jagdruhe und die anderen Sachen komme ich noch zu sprechen. Die Pauschalangebote für die Jäger. Die Jäger sollen sich darauf konzentrieren,
erfolgreich zu jagen und sich auf das Handwerk zu konzentrieren. Nicht noch nebenher rechnen, wie teuer könnte dieses oder jenes sein, was ist frei, sondern durch eine möglichst einfache Freigabe sollen sich darauf konzentrieren, einen sauberen Schuss abzugeben. Nicht noch im Hinterkopf haben, was sagt die Ehefrau dazu, wenn die Rechnung vom Forstamt kommt, oder was hat der Yachtleiter nochmal gesagt, was jetzt frei ist? Waren nur Wildkälber frei oder auch Hirschkälber? Es ist alles frei. Was dann Jagdzeit hat und was dann weitgerecht und tierschutzgerecht erlegt werden kann. Manche verwechseln das dann mit wilder Schießerei. Das ist es ausdrücklich nicht. Aber die Chancen, die da sind, die sollen auch genutzt werden und genutzt werden können. Rotwild ist zwar schwierig zu bejagen, aber je klarer und einfacher die Regeln sind, desto leichter ist es auch für diejenigen Jäger, die nicht ständig im Rotwild zu Hause sind, auf Rotwild erfolgreich zu jagen. Dazu zählt auch eine klare Einweisung. Ich muss den Jagdgästen zum einen die Sicherheit geben, aber auch die klare Orientierung, was ich von ihnen erwarte. Und ich erwarte von ihnen, das ist bei jeder Jagd so, dass sie sicher jagen, dass sie weitgerecht bzw. tierschutzgerecht jagen, aber auch, dass sie erfolgreich jagen. Und Erfolg, und auch das bekommen die Jagdgäste vorher so klar gesagt, oder der erfolgreiche Jäger macht sich nicht daran fest, ob er einen besonders starken Hirsch erlegt hat, sondern jagdhandwerklich erfolgreich ist der, dem es zum Beispiel gelingt, eine Dublette zu erlegen. Das ist handwerklich deutlich schwieriger als ein Hirsch, der auf 50 Meter in aller Ruhe steht, zu erlegen. Das müssen sich die Jäger klar machen und das muss ihnen klar gemacht werden, dass das die Erwartungshaltung ist. Wenn sie diese Orientierung nicht haben, dann kann ich auch von ihnen nicht erwarten, dass entsprechende Ergebnisse kommen. Denn wenn ich irgendwo zu Gast bin, dann bin ich auch erstmal vorsichtiger und erwarte, was möchte der Jagdleiter von mir, was erwartet der Jagdherr von mir, wie ich jage, denn ich bin dort eingeladen. Und die meisten Jäger sind so anständig, dass sie diese Einstellung haben und deswegen muss man ihnen diese Orientierung geben. Hier ein paar Bilder von diesen Intervalljagdgebieten. Herr Völk war darauf eingegangen, wie sieht das Biotop aus? Es sind vielfach strukturierte Bestände. Ich muss zugeben, in drei Bildern ist der Laubholzanteil deutlich übergewichtig. Das ist etwas irreführend. Er ist deutlich geringer, aber er verdeutlicht auch die Schwierigkeit, dort zu jagen. Und dort oben sehen Sie eine Kanzel, hier sehen Sie nochmal eine Leiter. Die Leitern sind nicht an irgendwelchen Wegen, die Ansitzeinrichtungen oder an Esungsflächen, sondern sie sind in Hängen, sie sind relativ nah am Einstand. Wenn ich 8 bis 9 Monate Jagdruhe hatte vor dem ersten Ansitzintervall, dann macht sich das deutlich im Verhalten des Wildes bemerkbar. Wir haben also Oktober, November die letzte Bewegungsjagd gehabt. Den Mai nutzen wir, wie gesagt, in diesen Intervalljagdgebieten nicht, sondern fangen dann wirklich zum 1. August an und kommen dann mit einer Ansitzgruppe von 15, 20, manchmal auch 35 Jägern. Die Feist ist ohnehin eine Aktivitätszeit beim Rotwild. Wir haben zumindest bei uns in den Waldgebieten dann keine besondere Rudelbildung, zumindest beim Kahlwild, sondern oftmals sind es Familienverbände. Das heißt, in den Naturverjüngungsbeständen fällt es mir dann deutlich leichter,
diese Familienverbände zuzuordnen und dann gegebenenfalls auch nicht nur das Kalb zu erlegen, sondern auch noch ein Schmaltier oder ein Alttier. Das wäre, wenn Rudel auftaucht, natürlich deutlich schwieriger. Da fehlt einem die Zuordnung, aber es ist tatsächlich bei uns in dem Biotop so, wahrscheinlich ist das Sicherheitsbedürfnis ein anderes, wenn ich sehr strukturreiche Biotope habe, als wenn große Freiflächen da sind, wo einfach durch eine entsprechende Rudelstruktur die Sicherheit hergestellt werden muss. Warum jagen wir mit Jagdgästen? Ich hatte zum einen gesagt, damit dieser Neidgedanke nicht aufgeht, da entsteht ein Selbstbedienungsladen, damit die Forstbediensteten in der Brumpf die Hirsche selber erlegen können. Der Vorteil bei Jagdgästen ist auch, die haben sich die Zeit genommen, dann zu jagen. Wir machen nicht nur ein Einsatzintervall mit den Forstbediensteten, sondern das sind dann zwischen August und Anfang Oktober 8 Wochenenden, die dadurch belegt sind. Wenn Sie das mit wechselnden Jagdgästen machen, dann sind die auch alle 4 Ansitze da, weil sie sich die Zeit genommen haben und weil sie das Geld dafür auf den Tisch gelegt haben. Wenn Sie das mit Bediensteten oder befreundeten Jägern machen, dann bröckelt nach meiner Erfahrung schon beim Morgenansitz deutlich die Front, dann kommen irgendwelche Sachen beruflich dazwischen oder familiär und dann beim letzten Morgenansitz sind von den 15 Jägern noch 3 übrig. Dann stellt sich das Ganze natürlich deutlich in Frage. Deshalb habe ich einfach mal aus 2 Ansätzen rausgenommen, wie die Streckenentwicklung waren. Es war oft so, dass wir am ersten Tag, das ist ja dann nur ein Abendansitz, die höchste Strecke haben. Das ist einfach dieser Überraschungseffekt. Aber je nach Witterung oder auch nach Können der Jäger hat man eben auch an den darauffolgenden Tagen noch sehr guten Jagderfolg. Und wir möchten, wie gesagt, diese 4 Ansätze hintereinander optimal nutzen. Und das bringen die Jagdgäste, wenn man sie dann entsprechend auch orientiert und auch wieder eine gewisse Auslese betreibt, mit sich, dass dann noch auch am 3. Tag Strecke da ist. Ein Schlüssel zum Erfolg, denke ich, ist auch die Kombination von Ansitz- und Bewegungsjagden. Es gibt in der Jägerschaft nach meiner Wahrnehmung immer Fraktionen, die sagen, Rotwild muss über einen Ansitz bejagt werden. Bitte keine Bewegungsjagden. Die sagen dann, wenn ihr so guten Jagderfolg habt auf den 2 Ansitzintervallen, dann lasst das doch mit der Bewegungsjagd. Aber man kann sich nicht darauf verlassen und auch in den Bewegungsjagden sind dann mitunter noch sehr gute Erfolge. Wenn wir uns auf 3 Termine einschränken, können immer Einschränkungen beim Wetter dazwischen kommen. Es funktionieren andere Sachen nicht. Deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir wollen neben diesen beiden Ansitzintervallen auch noch die Bewegungsjagd mit dabei haben. Und je nachdem, wie diese Intervalljagdgebiete strukturiert sind, wie der Lebensraum ist, haben wir zum Teil größere Erfolge mit den Ansitzen. Das ist vor allem in den sehr naturverjüngungsreichen Lebensräumen der Fall. Einfach weil es den Jägern leichter fällt, auf dem Ansitz das Wild sauber anzusprechen und ruhig ziehendes Wild zu erlegen. Manchmal können sie in großen Naturverjüngungskomplexen einen sehr starken Jagddruck aufbauen, in der Bewegungsjagd, aber auch wirklich mit guten Schützen dann relativ wenig bewirken. Was haben wir noch für Effekte durch die Intervallbejagung? Wir konzentrieren natürlich auch Belastungsspitzen.
Jetzt wird vielleicht ein privater Jäger sagen, was ist da eine Belastungsspitze? Ich möchte ja gerne rausgehen, aber wenn Sie dauernd Gäste einweisen und machen das jeweils einzeln oder von mir aus mit zwei Gästen, dann ist das ein relativ hoher Aufwand. Wenn Sie das aber konzentrieren und jedes Mal 10 oder 15 Jagdgäste im Schlepptau haben, dann fällt das organisatorisch deutlich einfacher. Das ist dann zwar eine sehr intensive Beanspruchung, aber wenn es dann entsprechend erfolgreich war, dann nimmt man das auch gerne in Kauf. Und Sie haben bei diesen Intervallwochenenden immer einen Jagderfolg da, aber wie oft ist es, dass Sie Jagdgäste einladen oder da hatten über Einzelansätze und die sind nicht zum Erfolg gekommen, weil sie eingeschränkte Einweisungen hatten, weil schon zu viel Druck auf der Fläche war oder ähnliches. Das ist jedes Mal ein negatives Erlebnis. Aber wenn Sie so eine Jagdgruppe haben, dann wirkt auch das befördernd, dass manche merken, wir haben Erfolg in der Gruppe, es ist wild gekommen und ich bin hier oder wir sind hier nicht draußen gewesen und es ist gar nichts passiert. Als wir diese Pauschaleingebote eingeführt haben, war die große Befürchtung, dass die Jagdeinnahmen deutlich sinken. Jetzt sind die Jagdeinnahmen eigentlich nicht der Vordergrund in der jagdlichen Bewirtschaftung, sondern beziehungsweise für das Betriebsergebnis eines Staatsforstbetriebes. Denn die Vermögensschäden durch Schildschäden machen einen ungleich höheren Wert aus. Aber wir haben festgestellt, dadurch, dass 15 Mann in eine Kasse einzahlen, hatten wir höhere Einnahmen, als wenn wir zum Beispiel zur Brunft nur einen Gast gehabt hätten, der auf einen Hirsch geht. Zusätzlich kommt eben durch Wildbrett bei der höheren Strecke nochmal mehr Erlös dazu. Das Angebot gilt, das hatte ich schon erwähnt, für einheimische Jäger wie auch für auswärtige Jäger. Ich hatte eingangs gesagt, abgesehen von dieser strengen Intervalljagd mit den drei Terminen, haben wir auch in den Landesforsten diese Jagdruhezeit von Juni bis Juli eingeführt. Nachdem das gerade bei Dauerjägern im Forstamt, heimische Jäger, die Pirschbezirke haben, zunächst sehr skeptisch aufgenommen wurde, haben die mittlerweile auch erkannt, dass diese Jagdruhezeit Sinn macht und dass sie dann anschließend, wenn sie im August wieder jagen gehen, sowohl für die Strecke, für die persönliche Strecke eine positive Wirkung hat, wie vielleicht auch aufs Familienleben. Herr Hessler hat mal gesagt, dann bleibt es nicht bei dem Gnadenabend beim Aldi, sondern man hat dann 2 Monate Zeit, Juni und Juli, sich mal um die Familie zu kümmern. Bei den Ansatzintervallen haben Sie zusätzlich noch eine professionelle Begleitung der Jagd. Das können Sie über die gesamte Dauer der Jagdsaison nicht absichern. Aber es ist immer ein Nachsuchenführer mit vor Ort. Sie brauchen sich keine Sorgen wegen der Bergung des Wildes zu machen. Wie oft steht man vor der Entscheidung, wenn man einzeln draußen ist, wenn ich das Stück Wild jetzt in der Lage erlege, wie bekomme ich das dann geborgen? Wenn Sie mit 15 Kollegen draußen sind, kriegen Sie beim Rotwild jedes Stück geborgen. So stark ist Rotwild nicht. Da können alle anpacken und dann wartet man nicht auf das Kalb, was auf der Oberkante vom Weg steht, sondern kann auch in hängigem Gelände Rotwild bejagen und bekommt es anschließend geborgen. Welche Erfahrung haben wir gemacht zur Störung des Rotwildes und haben wir Ergebnisse zur Telemetrie dazu? Wir haben das leider nicht so wissenschaftlich, wie Herr Völk das dargestellt hat und wie es hier wohl auch im Schwarzwald angedacht ist, sondern wir hatten nur wenige Stücke, die besendet worden sind. Das waren mehr Zufallsfunde bzw. Zufallstreffer, die dort besendet worden sind.
Wichtig bei der Telemetrie ist meines Erachtens nicht, dass man feststellt, nur was für einen Lebensraum hat Stück A und wo zieht im Winter Stück B hin, sondern wie wirkt sich unser Handeln auf das Wild aus. Das ist, weil es eben nur ein jagdpraktisches Projekt war, bei uns deutlich hintangestanden, aber hier einfach mal ein Bild, ein Hinweis von einem Stück, ein Alttier, was besendet worden ist und seit 4 Jahren oder uns 4 Jahre lang Daten geliefert hat. Wir sehen hier mit grün und mit größeren roten Punkten markiert Ansitzeinrichtungen und hier miteinander verbunden sehen wir, wie das Alttier gezogen ist. Man sieht hier einen grünen Punkt, dort ist am ersten Abend in unmittelbarer Nähe des Alttiers ein Stück erlegt worden. Das Alttier selber nicht, das ist immer angesagt worden, besenderte Alttiere oder Tiere dürfen nicht erlegt werden. Das Alttier ist im Wesentlichen im Raum geblieben und war am nächsten Tag im Umfeld dieser Ansitzeinrichtung. Die beiden Jäger, die darauf saßen, sind intensiv befragt worden, ob sie ein Stück Wild gesehen haben. Sie hatten kein Stück Wild gesehen, schon gar nicht das Besenderte. Es war in unmittelbarer Nähe. Es ist nicht irgendwie ausgewichen, aber der Jäger hat es nicht zu Gesicht bekommen. Wenn Sie das dauernd machen, das heißt dauernd diese Störung haben, nicht nur weil ein Schuss gefallen ist, sondern weil Sie rausgegangen sind, weil Sie mal nach dem Rechten geguckt haben, dann können Sie sich vorstellen, das ist der Effekt, den Herr Völk, denke ich, auch geschildert hat, Sie sehen kein Wild mehr. Es bleibt in den Einständen drin. Das Wild wird manchmal für Sachen verantwortlich gemacht, für die es gar nicht verantwortlich ist. Wir hatten hier ein Intervalljagdgebiet, das nicht diese kaum merkbaren Schildschäden hatte, die Herr Völk vorhin aus Kärnten gezeigt hatte, sondern es waren wirklich in dem ersten Aufnahmejahr über 15%. Hoher Anteil Sommerschäle, meines Erachtens 2 Faktoren. Zum einen zu hohe Bestände und falsche Bejagung. Und bei den natürlichen Voraussetzungen eben dieser extrem hohe Fichtenanteil. Der ist dann in diesem Intervalljagdgebiet auf ein deutlich niedrigeres Niveau anschließend gesunken. Es ist uns nicht gelungen, innerhalb von 6 Jahren oder 5 Jahren die Baumartenzusammensetzung deutlich zu ändern. Wir konnten auch die Touristen nicht deutlich umlenken. Der einzige Grund war, dass wir unser Jagdregime geändert haben. Ich denke, dieser deutliche Rückgang der Schälschäden zeigt, wir müssen als Jäger zuerst sehen, wo wir selbst unseren Beitrag dazu leisten können, um Schälschäden zu minimieren. Nach meiner persönlichen Erfahrung kann man beim Tourismus sicherlich versuchen, auswärtige Touristen zu lenken. Man kann das auch mit Tourismusverantwortlichen absprechen. Die örtlichen Pilzsucher, die Stangensucher oder sonstige Luftschnapper aus der Region. Den kann man kaum vorschreiben, auf welchen Wegen sie gehen. Die gehen da, wo sie gehen. Aber wir haben diese Stellschraube, wie wir unsere Jagd betreiben. Und
Jagd ist nun mal nicht ein Hobby wie Tischtennis, wo ich sage, jetzt möchte ich gerne spielen, meinem Hobby nachgehen und jetzt hole ich die Tischtennisplatte raus und die Schläger und jetzt geht's los, sondern ich agiere auf einem viel komplexeren Feld und ich löse damit bestimmte Reaktionen aus. Und aus meiner Sicht hat sich die Intervallbejagung als eine Methode herausgestellt, um beim Rotwild effektiv einen hohen Abschuss zu realisieren. Durch eine 8- bis 9-monatige Jagdruhe zu versuchen, ein artgerechtes Verhalten des Rotwildes zu ermöglichen. Es geht ja nicht nur um die Jagd, es geht ja auch um das Wild oder um die Tierart an sich, dass sie sich nicht nur wegen unserer Jagd oder unseres Waldes, sondern auch um ihrer selbst willen möglichst natürlich verhalten kann, soweit wie das in unserem Kulturraum möglich ist. Es hat sich herausgestellt, dass wir unter den gegebenen oder unter den örtlichen Gegebenheiten damit die Schildschäden reduzieren können. Und wir haben gleichzeitig mit diesen Intervallansätzen eine Möglichkeit geschaffen, attraktiv Jagd auszuüben. Wir haben weiterhin vernünftige Einnahmen für den Forstbetrieb und wir haben bei diesen Ansitzintervallen eine recht hohe Kundenzufriedenheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.